Der Verein Blickkontakt steht für ein Miteinander behinderter und nicht behinderter Menschen, um so mehr zu einem besseren Kontakt beitragen zu können. Mit dem Vereinslokal in der Mischek-Gasse wurde jetzt ein neuer Meilenstein gesetzt. 1993 schlossen sich engagierte Bürger zu einer losen Gesellschaft, der Interessengemeinschaft Blickkontakt, zusammen. Unter dem Motto: Was blinden Menschen fehlt, ist Blickkontakt. Seit der Gründung des Vereins 2008 bemüht man sich um eine bessere Vernetzung bei Mobilität, Bewusstseins- und integrativer Bildung. Viele Veranstaltungen im neuen Vereinslokal sollen dazu beitragen, eine zufriedenstellende Problemlösung zu erwirken. Die Vereinsideologie, die dahinter steht, ist ja Sehende und Gesunde mit Nichtsehenden oder anderwertig Behinderten zusammenzubringen und da Barrieren abzubauen. Und ich glaube, dass in diesem Bereich noch ganz viel Entwicklung möglich ist und auch möglich sein sollte. Ich glaube, ganz viele Menschen haben gewisse Berührungsängste oder Sorgen, etwas falsch zu machen. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso einfacher wird es. Und darum denke ich mal, jede Institution, die sich bei uns niederlässt oder jede Veranstaltung, die in die Richtung läuft, wird helfen, Barrieren abzubauen. Ich bin wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, weil ich auch von Mal zu Mal lockerer damit umgehen kann und immer wieder fasziniert bin, was diese Leute in anderen Bereichen, da wo ihr Defizit auszugleichen ist, zustande bringen. Wie geht man denn mit einer Behinderung, wie es bei Ihnen der Fall ist, im Alltag damit um? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich mein Leben Gott sei Dank hindurch immer meine Unterstützungsengel gehabt. Begonnen von meinen Eltern, meinen liebevollen Wurzeln, bis zu den Kolleginnen, den Leuten in der Stadt Schwechat, rundherum, also und auch so mein ganzes Leben lang. Natürlich ist es nicht immer einfach, sozusagen meine kleine Größe, die nicht-optische Begabung, Blindheit und meine rheumatischen Situationen unter einem Hut zu bringen. Aber ich sage einfach, ich bin ein Mensch mit anderen Bedürfnissen. Und ich sage einfach, jeder Mensch hat nur das Kreuz bekommen, das er auch wirklich tragen kann. Gerade was Sehbeeinträchtigte anbelangt, habe ich zum Beispiel ein Erlebnis gehabt, das ist schon einige Jahre her, dass mich jemand im grünen Büro besucht hat, ein blinder Mensch, der von mir eine Information wollte, und ich habe ihm eine Telefonnummer gegeben, und im ersten Moment habe ich gesagt, soll ich sie dann aufschreiben? Ja? Dann habe ich gemerkt, hoppala, so passt es nicht, und diese Personen, die quasi die normale Schrift nicht sehen können, nur die Breitschrift, die merken sich ja Nummern und solche Dinge sehr gut, aber man merkt, es ist nicht der Alltagsumgang, der hat mir damals sicher gefehlt. Was wäre denn jetzt so eine Benimmregel, oder was wünscht sich denn jemand, der nicht sehen kann, mit jemand, wenn er im Kontakt ist mit jemandem, der sieht? Ja, ich gehe mal vom Beispiel aus, ein Blinder steht bei der Kreuzung, ein Sehender schnappt ihn und stellt ihn einfach auf die andere Seite rüber und meint nachher dadurch, er hat ihm was Gutes getan, ohne ihn davor gefragt zu haben, ob er überhaupt rüber möchte. Also das heißt, im alltäglichen Leben klappt es noch nicht so richtig? Nein, aber eben dafür ist Blickkontakt da, dass wir da Aufklärungsarbeit leisten und leisten wollen in Zukunft. In dem Vereinslokal sehe ich, jetzt ganz bewusst gesagt, sehe ich eine Begegnungszone der Vielfältigkeit von sehbehinderten, sehenden und blinden Menschen. Eben, es soll eine Veranstaltungsmöglichkeiten gegeben werden, dass die Leute zum Beispiel auch Partys schmeißen können. Die Idee ist auch zum Beispiel auch einen Sinnesstammtisch zu machen, wo verschiedene Leute über ihre Sinnesbehinderungen oder generell über ihre Behinderungen sprechen können, Referenten kommen. Also all dies ist sozusagen als Fachbereich Bildung meine Idee.